Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, weiter geht's hier bei unserem Let's Play, also im Singleplayer. Nochmal kurz alles durchchecken hier auf der Tafel. Wasser haben wir genug, Lava, Öl ist vorhanden, Fuel ist vorhanden und Kerosite Öl. Okay, da ist nicht voll, aber nur weil der Tank größer ist. Beziehungsweise der fährt. Aber wir haben anscheinend nicht genügend. Was brauchen wir denn hier? Wood, ne? Genau. Jungle Wood. Genau, ab 10.000 wird erst wieder produziert. Also wir haben zu wenig Holz und das liegt daran, weil wir wahrscheinlich kein Fertilizer haben. Genau. Ihr seht, ja, da haben wir aber kein Fertilizer. Natürlich nicht gut, deswegen, ja, Pech gehabt. Schlechte Jahre erwischt. So, wir kümmern uns hier nochmal um die Quarry. Da haben wir in der letzten Folge. Genau, wird vorbereitet, das passt. In der letzten Folge haben wir ja da die Scrap-Produktion gebaut, soviel ich mich noch erinnern kann. Ist ja schon länger her. So. Die war ja hier unten irgendwo versteckt in unser Räumchen da unten da. So. Noch eins tief, aber ich will jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwo schon ein bisschen Fertilizer haben. Ja, da haben wir das ganze Kuchen und das haben wir gesagt, das werden wir in dieser Folge mal aussortieren. Na, hier ist nichts drin. Haben wir Fertilizer irgendwo schon aussortiert oder was? Nee. Oder bekommen wir einfach keinen? Das kann natürlich auch sein. Bei seinem Mistquest ist das nicht immer alle Erde vorhanden. Das ärgert mich ein wenig. Ja, hier dürfte nur Erde und Gravel sein, ne? Genau. Okay, anscheinend haben wir noch keinen Fertilizer bekommen. Finde ich jetzt doof. Echt doof ist das. Ja. Schalten wir mal die Körner ein wenig ein. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, soll sie nebenbei laufen. Im Notfall können wir alles recyceln, was hier rauskommt bei der Quarry, falls wir zu viel haben. Kommt da was? Hier können wir auch noch Stein reinmachen. So. Gucken wir mal, ob da was kommt. Ja, es kommt was. Wahrscheinlich kein einziges Fertilizer. Kommt nur Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Ach, du brauchst kein Mensch in Cobblestone. Nee, nee, hier kommt ein bisschen Silikon und das Ganze, aber kein Fertilizer. Nee, gar nicht. Ist natürlich doof, wenn kein Fertilizer dabei ist, ne? Tungstenohr braucht auch kein Mensch. Okay, dann müssen wir Alternativen finden, um Fertilizer herzustellen. Wie stellen wir Fertilizer sonst noch her? Mit Sand und Epidite haben wir nicht. Salpeter wäre noch eine Möglichkeit aus Salpeterohr. Mehr auch nicht, ne? Nein, natürlich auch doof. Salpeter haben wir nicht viel. Epidite bekommt man nur daraus. Gibt es ja keine Bienen oder sowas dafür, ey? Warte mal. Da kann man ja. Ich glaube, nee, den Fertilizer kann man nicht rein tun. Ja, okay, kann man leider nichts machen, das schmeißen wir nicht weg. Dann müssen wir wohl irgendwie Alternativen finden. Achso, Scrap kommt ja aus den hier raus dann und wandert ja drüben hin, das haben wir ja schon gemacht. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wir hier unsere Deployer befüllen. Ich tue gleich hier mal die Baus raus. Kann der hier mal weitermachen, der hat hier noch einige Scrapboxen drin, so. Schaut cool aus, meiner Meinung nach. Bam. Genau. So, der hier wursteln. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass wir den ein bisschen befüllen hier. Aber wie machen wir das am besten? Kann man da oben drauf einen Hopper stellen? Haben wir Hopper irgendwo hier? Ich bezweifle. Aber really, warte mal. Ah ne, da haben wir auch schon voll. Haben wir da irgendwas? Ja, Hopper haben wir da. Zwei Stück. Gucken wir mal, wenn wir die hier drauf stellen. Zack. Die Scrapboxen hier rausnehmen und da oben rein tun. Wandern die runter. Das passt perfekt. Dann können wir nämlich die zwei hier befüllen. Na wie? Machen wir das mit Redbauer? Oder normal Beetcraft oder Logistikpartner, das ist so eine Sache.
Bisschen mit Logistik beim Arbeiten war ja auch nicht schlecht wieder. Was ist, wenn ich hier zwischen den zwei eine Logistik bei Brian tue und sage immer 30 Stück? Da müssten ja hier in den Hoppers immer 30 Stück drin sein. Theoretisch natürlich. Aber ich kann auch direkt die Deployer befüllen, wenn ich Logistik bei habe. Na gut, ich denke mal, wir schauen uns mal ein bisschen Logistik bei an. Das Logistik bei werden wir dahinter setzen, denn oben will ich dann eventuell ja Red Bauer. Oder du mal Red Bauer hinten ran. Na, mal gucken. Wir holen uns auf alle Fälle mal ein Logistik-Pipe-System. Eigentlich könnten wir das hier laufen lassen, oder? Ach, okay, komm. Nee, kann man nicht, weil die Chunks nicht geladen werden. Brauchen hier noch einen Chunk Loader, einen Word Anchor? Oder haben wir hier schon einen? Ich glaube nicht. Schalten wir mal die Curly ab. Bevor der hier nicht mehr arbeitet. Gehen wir zurück und holen uns mal ein bisschen was mit Logistik-Pipe. Vielleicht haben wir noch was in unser Lager. Ach du mit deinem blöden Geh hier. So, Logistik-Pipe. Basic Logistik-Pipe haben wir noch ein bisschen und hier haben wir Supplier. Okay, das passt ja so halbwegs. Wir brauchen aber noch andere, also. Weg da mal. Die gehen folgendermaßen. Und zwar. Golden Chipsets. Diamanttransportpipe. Okay. Also goldene Chipsets, haben wir sowas. Jetzt werden wir mal was da umstellen, dass der nicht immer auf G ist da. Das Crafting Guide. Open Crafting Guide machen wir auf. Haben wir schon. Apostroph. Was müsste eigentlich, ja, die Karte sein. Na egal. Crafting Guide brauche ich eh nicht so oft, da stelle ich halt das später wieder um. Ich wollte Goldene Chips, jetzt haben wir keine, dann machen wir uns welche. Da bräuchten wir aber noch mehr Laser dafür, ne? Ich denke mal, ja, da schauen wir mal mehr Laser. Wir haben hier 6 Laser. Hilfe? Runtergefallen. Gut. Hier haben wir drin Eisenwetz, dann haben wir hier was Goldene. Ja, hier haben wir noch Goldene, okay. Aber ich würde sagen, dann machen wir gleich noch ein paar nach. So. Genau, die Goldene sind eingestellt. Als Sekundär machen wir die hier. Normale Chipsätze brauchen wir keine mehr, oder? Wie viel haben wir normale? Gar keine. Okay, dann machen wir als zweites Sekundär noch normale. Wir nehmen hier ein paar und dann brauchen wir noch goldene Pipes, Diamant-Pipes. Haben wir die vielleicht auf Lager? Obsidian-Pipe? Ne, haben wir nicht. Dann machen wir aus welche. Ich glaube, so ging das, oder? Ja. 16 Stück. So. Und die so. 4, 5. Ich glaube, oder? So war das. Nee. Wie ging denn die Logistik-Pipe jetzt? Ah, oben unten noch Fackeln. Soll mir einer sagen, mal ey. Woher soll ich das wissen, ey? Hammerstickes, ja. Da haben wir immer wieder ein paar. Ein Stack. Das sollte vorerst mal genügen. So, genau. Scheißen wir uns nichts, machen wir gleich 32. Jetzt sind die Chips ausgegangen. So. Dann schauen wir hier rein. So, dann haben wir auf der rechten Seite immer alle Sachen. Basic, das haben wir. Wir brauchen Provider. Nicht dämlich Provider. Das war Glowstone. So, da brauchen wir mal 4, 7, 10. Ja, das kann man gelten lassen. So, Supplier haben wir 3 Stück, das reicht eigentlich. Und wir brauchen noch goldene Pipes.
Jetzt weiß ich nicht, ob wir drüben noch ein paar haben. Ich mache einfach hier nochmal kurzfristig ein paar. Und Stonebomb und sowas haben wir eh drüben. Ah, wir brauchen noch Logistik. Logistik-Bauer-Junction. Junction oder Junction? Keine Ahnung. Okay. Das haben wir gleich. Wenn wir natürlich ein goldener Chipset haben, die haben jetzt alle verbraten. So, und dann bauen wir noch natürlich. Strom haben wir eh drüben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der ging, deswegen schauen wir nochmal nach. Eisen war das, okay. Das heißt Iron. So war das, so. Zack. Links, rechts war Redstone. Redstone. Und in der Mitte war sowas. Genau, den haben wir. Dann schauen wir noch Glasfaser. Craften wir uns nochmal 10 Stück. Ich weiß nicht, wie viel wir noch drüben haben. So, paar auf Reserve. Da werden wir uns dann schauen. Also Nacht ist auch egal. Es gibt da diese Sprühschaum da, diesen, keine Ahnung. Ich muss mal schauen. CF-Sprayer heißt der. Mit dem kann man eben Stromkabel auch sozusagen verschwinden lassen, also abdecken. Das werden wir dann hier überall ein bisschen nützen, um die ganzen Kabel und so, was wir hier unten haben, zu verstecken. Hier werden dann auch noch überall Covers drauf kommen. So, Quell können wir einschalten. Dann haben wir hier ein bisschen Platz. So, dann kommt hier. Muss natürlich schon sagen, da haben wir jetzt den Pipe vergessen, ey. Supplier. Und wir müssen natürlich hier in die Scrapbox Kiste, das ist die. War das die? Ne, die dahinter, genau. Die war's. Problem bei der Sache wird sein, dass der sich hier ja verbindet, oder? Ja. Ist natürlich mehr als wie doof, deswegen mal hier gucken. Was verbindet sich nicht? Alles verbindet sich, ne? Natürlich alles doof. So. Da-dum. Cooles Lied, ne? So. So. Dann machen wir hier und hier noch weg. Da nicht noch irgendwas, dass wir hier höher kommen. So, schaut schon ein bisschen besser aus, wenn wir hier ein bisschen näher sind. Die machen wir gleich wieder zu Slabs hier. Wir hier gleich wieder ein bisschen schön ausbauen. Das soll ja schön sein, ein bisschen wenigstens. Also, dann können wir hier eben Provider Pipe so und so. Also hier an die Kiste eine Provider Pipe, die braucht man zum Rausziehen. Danach können wir gleich eine zweimal Gold Pipe, das soll gleich schnell gehen. Jetzt bräuchten wir normale Stone Pipe. Sollten wir eventuell noch welche haben. Stein haben wir da, das passt so weit, ja, kann man gelten lassen. Wrench haben wir mit. Oder ein Hammer halt. Warum eigentlich Hammer? Hammer. Hammer heißt der Hammer, oder? Bin ich doof? Ja, ich glaube. Also nicht, dass ich doof bin, sondern dass ich denke, dass es so heißt. So, ah, hier müssen wir jetzt aufpassen. So. Genau, damit wir die nicht verbinden. Und jetzt brauchen wir jetzt eine dumme Scrapbox. Scraps. Scrap. Mr. Krabs. Und wir brauchen hier Energie, das heißt, wir brauchen Strom. Strom bekommen wir von hier. Wie kommt der darüber? Ich weiß jetzt echt nicht, wie das ist, wenn wir hier eine Verbindung schaffen. Ich teste das jetzt einfach mal wirklich so als Test einfach, wenn wir hier eine Verbindung schaffen. So. Und hier dann sagen, nach gelb soll zum Beispiel nur, was ist denn, was wir wahrscheinlich unwahrscheinlich hier haben werden? Nach gelb soll irgendwas da. Diamant will. So nach gelb, das heißt, es kommt hier nichts rein. Und jetzt könnten wir ja theoretisch, weil ja alle Pipes hier miteinander verbunden sind, diesen Energie-Junction hier hinstellen. Nicht hier unten, sondern hier oben. Ich muss einfach wieder dieses Chatback runter tun, das nervt einfach. Durch den ersetzen.
Ah, wieder so viel Gravel hier. Weg da. Warum ist eigentlich hier so viel offen? Da kann man eigentlich zumachen. Das braucht kein Mensch hier. Da kommst du hier weg. Hier eine Basic rein. Weg damit dir. So, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Das nicht, das nicht. Also mein Inventar ist ja immer voll. Also das wisst ihr ja mittlerweile schon. So und so. Hier haben wir gesagt, eine Basic. Und an die Basic kommt dieser Power Junction, nachdem wir hier ein bisschen Stein reingetan haben. Ja, hier. Ach, Menno, nicht hier rein. Komm raus hier. So, du kommst hier rein und du kommst hier rauf, zack, der verbindet sich hier gleich, wird grün, aber der braucht noch Strom, den wir uns hier unten klauen. Am besten hier unten, am besten, so. Zack. Jetzt müsste der aufladen und das ganze Logistik-Bleib-System hier müsste eigentlich grün sein, genau, so wollte ich das haben. So, hier können wir dann wieder mit diesem Sprühschaum zumachen. Hier kommen Covers drauf. Und schon müsste eigentlich unser Logistik-Bleib-System funktionieren. Wenn hier grün ist, das passt. Hier ist aber noch rot, ne? Hier ist auch rot. Wir testen einfach mal, indem wir hier sagen, hier soll ja Scrap rein. Ja, er teilt das auf, okay. Und zwar sagen wir, hier soll jeweils immer ...15-30 Scraps drin sein in jeder Truhe hier, so. Und den da unten sagen wir mal, mach Pause. Chill mal ab, Mensch. Komm, chill mal. Jetzt brauchen wir natürlich Scrapboxen. Ja, wie machen wir das am besten? Wir haben nicht so viel Scrapboxen, noch nicht. Weil wir ja noch nicht so viel... wie sagt man dazu? So. Warum holt er die eigentlich nicht ab? Ja, wenn wir sagen immer 30, ne? Dann holt er immer 30 ab. Okay, passt. Das heißt für uns, wir müssen schauen, Scrapbox zu bekommen. Was ja natürlich nicht schwer sein sollte, weil wir ja in unserem anderen Lager ja jede Menge haben müssten von Scraps. Von Crabs, ne? Was für uns bedeutet, wir werden das gleich mal hier hin transportieren. So, was haben wir hier drin, was wir nicht unbedingt mitbrauchen? Ich hau mal einfach alles rein. Den brauche ich. Da brauche ich nichts mehr. Den behalten wir, falls wir notgedrungen die Quelle abschalten müssen. So. Und jetzt bestellen wir einfach von anderen Systemen. Scrap da mal 2K, also. Sagen wir mal 13 Stacks soll er mal geben hier. Das geht ja folgendermaßen, wenn wir es hier rein tun, müsste es ja ins System eingelagert werden. Und der macht dann gleich sofort Scrapboxen raus. So, dann schauen wir wieder Scrap. In anderen Lager können wir ja auch da noch 800, ja, dann haben wir nochmal 400, das passt eh. Ist aber Scrap schon alle drüben, also so viel war es doch nicht, wie ich gedacht hatte. Ich dachte, wir haben da viel mehr, aber ich habe glaube ich alle zur UU-Meter gemacht. So, leer, und dann schauen wir noch mal 400, ja, das haben wir noch weg da. 448, dann bleiben noch ein bisschen was, falls wir noch was brauchen, warum auch immer, kann ja sein. So, zack. Daraus wird dann jetzt schön unten Scrapboxen produziert. Hier sieht man es. Zack, zack, zack. Was dann natürlich auch gleich wieder von unser Logistik-Pipe-System hier oben rausgezogen wird. Hoffe ich halt mal, ja. Sobald 30 sind, werden sie rausgezogen. Weil wir hier sagen, immer 30 Stück. 57, 44, okay. Ein Stack.
Naja, ich denke, das wird sich da mit der Zeit einpendeln, wenn das wirklich voll ist. Das wird aber noch dauern, schätze ich mal, ne? Du fürs Cap ist er da nicht mehr drin. Na doch, jetzt, ja. Okay, der hat noch einiges zu tun, soll er gleich tun. Das passt dann eh. Hier ist auch noch einiges drin. Der produziert hier noch fleißig Scrap. Das passt dann auch. So. Jetzt schauen wir mal für Kobbel 15.000. Dann gehen wir mal wieder in unser anderes Lager. Oder in unsere andere Werkstätte, oder wie man das auch immer nennen sollte hier. Wir nehmen mal wieder alles mit, was wir so hatten oder was wir gebrauchen könnten. So, dann haben wir hier irgendwo Werkzeuge gehabt. Ja. Da kommst du mal rein. Ein bisschen aufräumen hier. Den war ja, können wir auch hier reinhauen. Was wir halt nicht die ganze Zeit brauchen, deswegen. So. Haben wir noch was, was wir brauchen hier? Bottlegun, Enderbound vielleicht. Wir könnten theoretisch, ja, wir haben zwei Portale, wohin führen die? Ich lasse die lieber mal, ich weiß gar nicht, wohin die führen, deswegen. So, darauf. Und dann können wir uns gleich einen Word-Anker organisieren, falls hier noch keiner steht. Ich glaube aber nicht, oder? So, auf einmal passt. Ich bin jetzt echt unsicher, ob der Word-Anker steht irgendwo. Schauen wir mal, ob wir noch jemanden haben. Ach, da haben wir noch ein paar. Im Eimer, damit wir den hinstellen. Und ich wollte Scrap produzieren hier. Wir haben hier auch unsere Scrap-Produktion. Zwar geht das dann folgendermaßen. Hier müssten wir sagen, hier unten müssten wir sagen, du arbeitest nur, wenn du ein Redstone-Signal bekommst. Genau. Das heißt, der Messfabrikator wird nichts tun und der Recycler würde voll anfangen zu arbeiten, wenn wir hier einschalten. Zack. Genau, hier kommt nichts rein. Aber der schöpft volle Wäsche. Mit dreimal Oberglocke reicht das und produziert für uns dann Scrap. Strom haltet stand, ja, ohne was. Also das ist irgendwie arg, ich produziere ich eigentlich mit 3 Geos, ja eigentlich schon, ne? 3 Geos mache ich hier meinen ganzen Strom für meine ganze Anlage. So, hier schaut schon ein bisschen gut aus, da haben wir schon ein bisschen was zusammen an Gates. Ja, Obsidian haben wir auch. Dann gehen wir rüber, mal den Word Ink aufstellen. Damit hier brav die Chunks geladen werden. Wo ist denn das? Warte, ich muss mal kurz schauen. F9, da genau. Das Gitternetz, damit ich weiß, wo ich den aufstellen muss. Den stellen wir mal am besten ganz unten auf. Und am besten in den Chunk hier. Das schaut gut aus, weil dann wird alles geladen rundherum. Ja. Dann stellen wir den so frech, wir sind einfach hier Mitte rein. Ich weiß, das schaut jetzt nicht gut aus, aber so ist er schön mittig. Oder circa mittig und das wird alles schön geladen. F6 drücken. So, sieht man, die ganzen Chunks werden geladen hier. Hier ist der Mittelpunkt. Der Chunk wird geladen. Da hinten wird geladen. Da wird geladen. Ja, dann wird unser ganzes Anlage hier schön geladen. Das passt dann alles. So, die werden schön nach und nach befüllt. Dauert natürlich jetzt ein wenig, bis die ganzen Cobblestone und so bereit sind. Deswegen lasse ich ja die Quere laufen. Oh, da geht es auch schön voran. Die haben schön was zu tun. Dann werden wir uns auch in Zukunft mit Reaktor beschäftigen, ein wenig. Da haben wir auch viele geschrieben, ich soll mal einen Reaktor machen. Ja, dann mache ich halt mal einen. War eigentlich nicht so ganz vorgesehen. Aber wenn so viele Nachfragen sind, dann mache ich mal einen. Mir nur mal überlegen, wie ich den gestalte. Mein Let's Play Together mache ich ja auch ein. Muss ich mir ein bisschen überlegen, wie ich den gestalte. Dann will ich ja ganz anders gestalten. Ich will ja nicht alles gleich machen. Und wir müssen uns mit auf meine Schmelzanlage dann. Ja, Schmelzanlage brauchen wir uns eigentlich nicht kümmern. Wir brauchen nur sagen, wenn wir Kupfer brauchen, nehmen wir das raus. Hauen es hier in unseren roten Enderbound. Zack. Und es wird automatisch in unserem anderen System verarbeitet, das können wir ja mal gucken gehen. Können wir schnell rüber flitzen hier.
Das ist alles hier hinter dieser Panzertür. Und wenn wir hier reingehen, müsste hier irgendwo unser Zinn, da wird schon direkt verarbeitet zu Zinnbarren, das ist ja so eingestellt, haben wir das damals. Also das ist eine coole Sache, ne? So, hier wird, hier wird aus Cobblestone Sand gemacht, falls wir nicht genügend haben. Ah, genau, was macht unser Zug? Lebt er überhaupt noch oder ist er schon gestorben? Dann noch alles drin, ja. Was haben wir hier? Bisschen Scrap haben wir hier noch. Oh, jede Menge Royal Shelly. Gucken wir nochmal, ob wir ihn finden. Ob der überhaupt noch fährt oder ob er schon tot ist. Ne, hier kommt er. Bringst du uns was Feines mit? Ein bisschen was, okay. Schau aber trotzdem nochmal drüben bei unserer Anlage vorbei, ob hier eigentlich noch schon alles funktioniert oder noch immer nicht. So. Ah, Öl scheint fast voll zu sein. Hier haben wir 11.000. Ach du Kacke, was machen wir mit den ganzen Opolis? Oh, jede Menge Enderpearls, ja. Seht ihr? Seht auch schon schön langsam voll 950. Da müssen wir unbedingt schauen, dass wir noch eine neue reinklatschen. Da haben wir da noch irgendwo was. Mendo, hier haben wir auch noch jedes Menge Zeugs. Okay, hier kann nichts drin sein, weil das automatisch abgeholt wird. ME, da haben wir noch ein ME Drive. Ach du Kacke, Controller. Da haben wir noch alles Mögliche. So, plopp. Schon mal zu unseren Bienen. Auch nur über Junkloader stehen. Damit die Junks geladen werden, weil das ja nicht so ganz funktioniert hat mit dem Zug. Hier holt er alles brav ab. Abpulsieren, das haben wir auch. Okay. Hier bekommen wir ja Scrap noch von den ganzen Bienen, das Überschüssige. Hier wollten wir ja auch noch einen Turm bauen, das müssen wir auch nochmal angehen. Das sind halt noch so Kleinprojekte. Warte, was sind das? Also Wieselkontrolle, das hat ja nicht funktioniert, leider. Haben wir noch Scrap, das können wir alles nach Hause mitnehmen. Dann haben wir noch ein bisschen Scrapboxen, 8 Stück, 9. Was haben wir da noch? Auch noch Scrap. Filler, Tesserek, okay. Also ich müsste mal schön langsam meine ganzen Items hier zusammensuchen. Auch noch Scrap, was sagt die Kiste? Ja, das Öl nehmen wir raus, das tun wir gleich hier hinten hin, damit der ja gleich wieder Öl draus macht. Oh, daneben. Nein, ich gehe hier nicht runter. Nur das geht hier runter, genau. Nein, Mami, ja. So. Cool, dann wird hier alles, hier wird das Öl verarbeitet. Das funktioniert. Gehen wir wieder nach Hause, sofern uns der Zug nicht wieder tötet, der gemeine Hunter. Das kennt ihr ja schon. So, also wir sind ja eigentlich ziemlich weit weg von zu Hause, ne? Ah, Chunks leider schön noch nach. Weil wir eigentlich, ja, voll schnell unterwegs sind. Ah ja, genau, wir haben ja hier oben unsere Solaranlagen. Ja, die produzieren schön brav, ne? Wir haben anscheinend Nacht? Ne, wir haben Tag. Achso, das sind ja nur Advanced. Achso, da sind die. Deswegen denke ich mir, okay, passt. Achso, hier haben wir ja unsere. Genau. Auf hier. Jetzt schauen wir noch mal kurz. Was wollte ich das noch? Irgendwas wollte ich noch dringend schauen. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Irgendwas war's. Bevor ich hier Schluss mache. Wollte noch was gucken. Weiß ich aber anscheinend nicht mehr. Ah genau, was noch sagen wird. Letztes Folge wollte ich ja Map-Download machen, habe ich aber leider wieder vergessen. Deswegen werde ich ihn jetzt hier unten reinstellen. Also ja, den Map-Download von der letzten Folge werde ich hier unten und in der anderen Folge posten. Gut, ja, das haben wir, das haben wir. Die Query läuft.
funktioniert eigentlich alles wunderbar. Wir müssen dann nochmal eine Überwachung machen, sobald hier ein Item ankommt. Soll die Quarry abschalten, weil dann ist das Lager überfüllt. Scrapboxen werden hier massenhaft produziert, wie man sieht. Also auch alles so wie erwünscht. Der füllt hier schon langsam, wenn das voll ist. Da können wir uns in der nächsten. Also ich lasse das offline ein bisschen laufen, damit hier Scrapboxen befüllt werden. Und in der nächsten Folge können wir uns ja darum kümmern, dass wir hier dann ja das automatisieren, sprich, sind hier die Scrapboxen voll, dann haut da hier welche raus. Dann wünsche ich euch viel Spaß, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute, und ciao.